Hallo und herzlich willkommen zum neuen Taschenmesser-Review. Oder soll die sagen, naja gut, das Messer habe ich schon mal reviewt, das ist das ganze 710. Allerdings in einer Spezialversion vom Cedric alias Workhorse Knife. Ob das jetzt zum Verkaufen ist? Keine Ahnung, müsst ihr ihn selber fragen. Ja. Der hat übrigens noch ein feststehendes Messer zu verkaufen. Also am Donnerstag kommt er nach Troisdorf mit ein paar Kumpels und dann sind wir, glaube ich, zu viert oder zu fünft. Da sind dann drei oder vier Messermacher dabei. Der Junge, da freue ich mich schon sehr drauf. Heute haben wir Montag. Ich habe gerade eben noch schnell ein Video abgedreht. Ich werde die heute alle beide veröffentlichen. Das Schabball kommt zuerst und das hier kommt dann ein Stündchen später. Also das Ganzo 710 ist im Prinzip schon ein Longplayer bei Ganzo, ist auf Amazon zu finden und auf Gearbest. Bei Amazon kommt es natürlich ein bisschen schneller, aber bei, glaube ich, oder ist der Versender aus China? Keine Ahnung. Aber bei Gearbest erwartet man halt mal 2-3 Wochen. Also meine Sachen sind meistens noch 2 oder 3 Wochen da und ist dann wieder gut. Ja? Die Standardversion von dem Messer ist schon geil. Ja? Das ist ein Nachbau von einem Benchmade, welches jetzt genau, weiß ich nicht. Osborne Design, Warren Osborne. Aber hier, guckt euch das an. Ja? Ich weiß nicht, muss man das noch vorstellen? Ach komm, scheiße, Hund drauf, komm, Tabletop. So, wir kommen im Tabletop-Modus. Ja. ja. Ach, übrigens nochmal so ein kleiner Tipp für euch alle. Weil der Herr Brehm kann, das kann, könnt ihr auch. Ich bin registriert bei der Deutschen Knochenmarkspender-Datei. Ja, also, da stirbt man nicht von, wenn man hilft. Und, tja. Wäre mir ein Vergnügen, wenn der eine oder andere sich mal da meldet. Ja, und da mal sein Stäbchen auf. Mund auf Stäbchen rein Spender sein. So war das. Also, der Cedric hat mir dieses Messer zur Verfügung gestellt. Das ist, glaube ich, sein eigenes EDC. Oder ist es zu verkaufen? Ich habe keinen Schimmer. Aber da müsst ihr mal selber fragen. Oder Cedric, schreibt mal was drunter. Wir haben hier Gewicht. 146 Gramm ist natürlich kein Leichtgewicht, aber naja, scheiß der Hund drauf. Also ich finde, ich habe das von Ganzo und auch von Benchmade und ich finde sie beide geil. Das von Ganzo steht dem Original von Benchmade in nichts nach. Wir haben eine Klingenlänge von 9 cm und Gesamtlänge 20,3. Wir haben 0 und dann nicht auf Inch, bitteschön. So einen Quatsch machen wir nämlich nicht. 0. Dann kommt hier eine Fehlschärfe. Ich kann das also da nicht messen, weil das läuft hier dann nach vorne. In der Mitte läuft das wieder zusammen. Nach vorne, nach da wird es dann wieder breiter, weil hier ist ja dann die Fehlschärfe weg. Und wie ihr seht, der kleine Cedric, der kleine Teufel, hier eine spiegelpolierte Phase drauf gezaubert. Ja, dann hier das geschwärzt. Ob es das jetzt mit Orange gibt, weiß ich nicht. Da bin ich echt überfragt. Aber ist geil, oder? Cedric, du Teufel. Die orangefarbenen Griffschalen, die hat er schön smooth gemacht. Und die zweite Phase, die ich habe sie getestet, aber ich zeige es euch mal. Ja? Augenblick. So, die Phase ist rasierklingenscharf. Ja? Das gibt Locken vom Herrn. Die haben sich gewaschen. Ja? Seht ihr das? Teufel noch eins. Irre. Ja? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das mit Orange gibt. Die Schrauben hat er auch geschwärzt. Das Messer an sich kommt eh schon hier
mit Ausstanzungen oder was auch immer daher. Liegt echt toll in der Hand. Ist ein richtiger Handschmeichler geworden. Ja? Komplett ohne Textur. Man kann sie zwar noch ein bisschen sehen, aber oh, Lanyard dran gezaubert. Ganz simples Lederlanyard. Läuft smoothie-boozy. Ja? Easy-beasy, smoothie-boozy. Nur ich bin halt wieder der Fehler. Aber ist geil, oder? Hör mal, was der drauf hat. Das hier ist ein Modell von Ganzo, aber schon ein Firebird-Logo drauf, falls man das sehen kann. Aber es ist auch wurscht. Ich weiß auch gar nicht, ob das noch hergestellt wird. Ja, weil Ganzo, ich glaube, die wollen jetzt mal so langsam weg von Designs, die nicht von ihnen sind. Zumindest sagt mir die leckeren großen Mädchen da auf die Wahl. Ich bin zwar seit 6 Jahren und 1 Monat fest vergeben, aber ich bin nicht blind, versteht ihr? Nicht blind. Oh, Teufel, noch eins. Ich habe das jetzt die ganze Zeit in meinem Rucksack mit gehabt und habe dann so hin und wieder was damit gemacht. Und der 440C Stahl, der macht sich echt top. Ist aber auch leicht nachzuschärfen. Ich habe es dann über meinen Ledergürtel gezogen. Wobei ich habe ja eigentlich immer mein Typ-Belt an, Thai-Belt, den habe ich schon seit ewigen Jahren an. Aber da kannst du den auch drüber ziehen. Das ist ein Nylon Survival Gürtel. Der hält, glaube ich, bis zu 2000 Kilo, wenn mich nicht alles täuscht. Der TYBELT. Falls ich das auf Amazon finden soll, packe ich euch mal den Link da rein. Da habe ich ein Video drüber getreten, der Saki auch übrigens. Ja? Und bin sehr zufrieden. Da kann man den auch drüber ziehen. Ja? Um eine Phase wieder auf oder eine Schneide wieder aufzurichten, kannst du das auch über Nylon oder Cordura ziehen. Ja? Man kann auch über ein Fenster ein Messer schärfen. Ja? Habe ich aber auch schon mal gezeigt, aber es ist schon ewig lange her. Ich glaube 4 Jahre oder so habe ich das mal gezeigt. Und hier hat er richtig Kette gegeben. Hat es wieder zusammengebaut. Klingenstand ist jetzt gut. Ja, ist sehr gut. Nicht 100%ig, aber das kann auch daran liegen, dass ich ein bisschen mit rumgespielt habe. Aber ist toll. Toll geworden. Echt Zertrick. Zahne Arbeit. So. Face to face. So. Bei aller Liebe, Cedric. Ja? Das ist eine 10 von 10. Ja? So wie du das hingezaubert hast. Ich habe es dir, glaube ich, im Schärfarm, habe ich dir das gesagt, oder war das in einem Video? Ich bin echt stolz auf dich. Du machst dich und du wirst immer besser und bleib bitte am Ball. Ja? Du musst ja nicht unbedingt das hauptberuflich machen, aber besser solltest du wirklich am Ball bleiben. Ich habe am Samstag ein Gespräch mit jemandem, der kennt sich. Ich will nicht zu viel verraten. Ich habe ja noch was mit dir vor, hatte ich dir gesagt. Alles klar? So, eine 10 von 10. Wenn der Cedric das verkaufen mag, müsst ihr ihn ansprechen. Workhorse Knives auf Facebook zu finden. Toll. So, das war's. Kleines Review. Weil modifiziertes Ganzo 710. Top Arbeit. Respekt. So, das war Video Nummer 2 für heute. Ja? Manchmal habe ich auch echt einen am Sender, was das angeht, was Videos angeht. Am Samstag war ja der Micha da von den Messer Junkies. 2 Stunden Livestream. Da war Frau Bremen leicht geknickt. Hä? Ich kann auch nicht aus meiner Haut. So. Aber ich habe mich ja dann dafür erkenntlich gezeigt. Wie? Gentleman, wenn nicht, dann schwenkt. So, jetzt aber weg. Tschüss, Mario, schwenk du. Tschüss, mal ab und schwenk die. Tipp. Macht's gut. Und wie sagt der Peter lustig? Abschalten.